Oh. Oh, was ist das? Ich werde die ganze Pappe hier wenigstens los, oder? Einhornpups. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Genau, wir testen lustige kleine Ostergeschenke, also Kleinigkeiten, halt wie man das zu Ostern macht. Genau, wir testen jetzt mal Einhornpupse. Das sind Schaumzucker-Speckbälle. Also Marshmallows quasi. Ja, probieren wir das mal, diesen Einhornpups. Boah. Sieht so aus. Ich glaube, ich krieg schon vom. Nur vom Riechen Zuckerschock. Boah, das ist. Das glitzert und riecht auch ein bisschen fast wie Zuckerwatte. Also der Geschmack, weiß ich noch nicht, aber hier. Ja. Naja, und ist halt wie Marshmallow, oder? Boah. Boah, ey. Wann hab ich das letzte Mal so was gegessen? Das war echt dolle. Ja, für Kinder vielleicht interessant, aber die sollten dann nicht zu viel davon essen? Nee, die gehen richtig ab. Alter, aber einen zweiten könnte ich jetzt nicht mehr essen. Nee. Also dieser, das was da außen rum ist, das ist im Prinzip eigentlich nur Deko, oder? Ein bisschen Geschmack, aber ansonsten. Also von 100 Gramm. 75 Gramm Zucker. Das ist heftig, ja. Also. Wie viel ist das? Wie viel ist in so ein Ding? Wie viel steht da drauf? Hier steht 18 Gramm. Also inner als 9 Gramm. Also drei Viertel von diesen 9 Gramm sind nur Zucker. Hast du jetzt hier gerade irgendwie zwei Würfelzucker in den Ballert? Mit dem Geschmack. Geil, in dem bin ich wieder wach. Ja, also ist halt lustig, Geschenk, aber geschmacklich, also meinst du das nicht? Ich nehme an, Rikus ist es auch nicht. Nee. Das ist einfach nur süß. Ja. Aber es riecht halt fast wie Zucker, was war. Das fand ich angenehm. Link in der Beschreibung, hier unter dem Video. Die Idee ist gut. Der Geschmack ist schlecht. Ja. Ich würde es nicht geschenkt bekommen. Aber es war für die Schwiegermutter. Ja. Ja, für die Kinder ist es bestimmt was, aber nur eins und dann ansonsten ist es. Ja. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt über das Feuer halten wollen. Also Rüsten, nur ich nicht. Mit dem Zeug da und rum. Nein, denke ich auch nicht. Doch, die Mehlwürmer waren mir lieber. Ja. Also der Riegel, auf jeden Fall. Ja, der war cool. Das hat sich noch keiner gemeldet, wegen die restlichen Grillen und so. Ja. Naja. Meldet euch mal. Grillen? Heuschrecke, Mehlwürmer zum Probieren, gratis. Ansonsten gibt es die bei Tante Heike zum 50. Geburtstag auf dem Tisch. Ja, als Snack. Das ist eine gute Idee. Gut, alles klar, das war's. Das war's, ja. Wir sehen uns. Haut rein. Bis demnächst.